Guten Morgen, hier ist der Stefan. Herzlich willkommen bei Happy Camping. Heute justamente schnell, quick and dirty, ein Video so außerhalb der Reihe. Nächste kommt am Freitag. Ja, da stellen wir dir, glaube ich, was habe ich denn eingestellt? Wieder einen Wohnwagen vor. Ich glaube, einen Bürstner Averso Plus. Ziemlich cool beim Wohnwagen Girard. Heute möchte ich dir was ganz anderes mit auf den Weg geben. Und zwar so im wahrsten Sinne des Wortes. Mir hatte nämlich ein junger Mann eine E-Mail geschrieben. Ich krieg mittlerweile relativ viele E-Mails. Das finde ich richtig geil, weil das schlägt ja so richtig Wellen hier mit diesem Happy Camping. Jedenfalls, dieser junge Mann, der heißt Florian, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Prinz. Also wie der Prinz halt. Und Florian Prinz, der hat... Ich zeige es dir einfach mal ganz schnell, weil manchmal ist ja das Gezeigte schneller gemacht als 1000 Worte. Warte. Das Caravaner Logbuch, nicht zum Wiederverkauf bestimmt, ja, steht hier drauf. Der hat nämlich genau diese Bücher, die kann man kaufen bei Amazon und im Buchhandel und wo auch immer. Das ist nichts anderes, naja, Logbuch sagt es ja schon, ja, wie so ein Logbuch. Also ganz vorne hast du hier so ein kleines Vorwort und bla und Sülz und irgendwie so eine Gebrauchsanweisung und so ein Sprüchlein. Fahre in die Welt hinaus, sie ist fantastischer als jeder Traum, sagte schon Ray Bradbury. Kenne ich nicht. Jedenfalls, aber dann, worum es geht, ja, das ist hier so ein Logbuch. Da kannst du dann so reinschreiben. Zeig dir das mal da auf der Seite. Da hat er es mal vorgemacht, wie man es machen soll. Na, wie war das Wetter? Wo waren wir denn? Was hat es gekostet? Gibt es tolle Erinnerungen? Und ich glaube, das machen sogar einige von uns. Sowieso. Man fährt irgendwo hin und man macht sich so Notizen, damit man, wenn man öfter als einmal im Jahr durch die Gegend tuckert, halt auch nicht die Hälfte direkt wieder vergisst. Ich kenne das von mir selbst. Und naja, wenn man das immer so auf Zettelchen schreibt, dann verhuscheln die ja irgendwo. Ja, aber ist ja nicht immer, jeder ist ja nicht immer so total sortiert. Hier verhuscht nichts, weil hier hast du halt alle Erinnerungen in einem Buch. Das legst du dir in deinen Wohnwagen und dann schreibst du. Das ist wie so ein Tagebuch. Das finde ich ganz schick. Davon hat er mir sage und schreibe vier Stück hat er mir geschickt und hat gesagt, Mensch, die kannst du ja mit deinen Zuschauern, kannst du verlosen oder verteilen oder verschenken oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, eins behalte ich selbst. Bin ich mal ganz uneigennützig, weiß ich gar nicht, muss ich das versteuern? Geldwerter Vorteil? Ne, ist ein Geschenk, oder? Und drei, ja, die verlose ich einfach hier. Und das funktioniert ganz einfach. Wenn du dieses Video jetzt hier bei YouTube siehst, dann schreib doch einfach unten in den Kommentar, warum du hier so ein schönes kleines Caravan-Logbuch gewinnen willst. Ja? Wenn du das Video bei Facebook siehst, ja, weil da setze ich das ja auch rein, in unsere kleine Gruppe. Übrigens, bist du ja schon Mitglied. Ja, Happy Camping und so oder irgendwie so. Der Link ist ja unten in den Beschreibung von diesem Video drin. Dann schreibst du das Gleiche halt einfach bei Facebook unter hier diesem Post. Ist ja im Endeffekt grob viel gesprungen. Und aus allen, die das machen, also da mal so einen kleinen Kommentar reintackern, aus allen verlose ich halt drei oder für alle verlose ich drei von diesen Büchlein. Das mache ich dann wieder so mit einem Video, dass man mir nicht vorwerfen kann, dass ich das irgendwie geschummelt habe. Das mache ich, dann überlege ich mir gerade, heute ist Mittwoch. Das mache ich kommenden Sonntagabend. Oh nee, da bin ich arbeiten. Das mache ich übernächste Woche Sonntagabend. Das ist dann irgendwie so Mitte Februar. Jetzt weiß ich das genaue Datum nicht ganz genau. Aber sieh es mir nach. Ich schreibe dieses Datum auch unten in die Kommentare, in das Beschreibungsfeld. Und warum mache ich das Ganze? Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, so ein super duper Special für 1000 Abos zu machen. Ja, habe ich auch ganz galant verpennt. Und jetzt sind wir ja schon bei 1400 irgendwie, knappig, irgendwie 1390. Überrennt uns ja, ist ja unfassbar, geht ja viel schneller, als man das sich überhaupt jemals in den kühnsten Träumen hat vorstellen können. So, also, weißt du Bescheid, schreibst du unten drin, hier, warum willst du das machen und mit wem und worauf freust du dich und irgendwie so einen kleinen netten Text. Ja, und dann lose ich das aus und dann schicke ich euch das zu, den drei glücklichen Gewinnern. Und dann habe ich noch was, hier sieht es, das komme ich gerade drauf, hier sieht es aus, ey, wie ein Bombenanschlag, hier liegen 50 Millionen Bücher rum, dieser Art. Welpentraining mit Martin Rütter, der Hundeflüsterer. Warum? Wir überlegen uns gerade, uns einen Hund anzuschaffen. Meine Freundin hatte früher schon einen und für Kinder ist das ja auch irgendwie ganz cool. Und ich finde ja Hunde auch eigentlich ganz knorke. Aber dann war es das natürlich mit Jesolo International, weil da sind ja Hunde nicht erlaubt. Aber gut für uns, weil dann könnte es ja einfach mal eine neue Rubrik geben, nämlich Camping mit Hund. Alter Verwalter. Und übrigens, so einer soll es dann auch werden. Das ist, glaube ich, ein Golden Retriever, oder? Weil irgendwie sind die, irgendwie, sie sollen total nett sein und ich will jetzt nicht so eine super Bestie haben, der irgendwie jeden in den Arsch beißt. Das ist ja auch nichts. Jedenfalls, also,
Das habe ich erzählt, Camping mit Hund. Ach, eine Sache habe ich tatsächlich noch, weil ich habe es eingangs ja erwähnt, ich kriege ganz viele E-Mails gerade. Das finde ich echt cool und ich sehe auch zu, dass ich die alle relativ zeitnah beantworte. Manchmal habe ich auch noch ein bisschen was zu tun, auch wenn man sich das manchmal gar nicht vorstellen kann. Und manchmal, ganz, ganz selten, aber es passiert, kommt auch mal eine E-Mail rein, wo so thematisch, ja, das ist so kommerziell geworden bei dir und hier mit deinen T-Shirts und so. Also machen wir uns überhaupt nichts vor. Ich möchte dazu tatsächlich einen Satz verlieren. Ich mache dieses Happy Camping Ding hier total als Hobby, ja. Weil es mir riesengroßen Spaß macht, weil es mir riesen Spaß macht, mit euch zu kommunizieren, weil es mir auch Spaß macht, so ein bisschen vor einer Kamera zu sitzen, weil es mir Spaß macht, diese Videos aufzunehmen, weil ich allein da schon echt tolle Menschen habe durch kennenlernen dürfen. Also sei es eine Marie, ja, und ihr Team, wo der Benny und wie sie alle heißen, tolle Leute dabei sind und aber auch Menschen hier auf diesem Kanal habe schon so ein bisschen kennenlernen dürfen. Da schreibt man sich manchmal und das finde ich cool. Hätte ich alles ohne diese Videos überhaupt niemals erleben dürfen. Warum mache ich das mit den T-Shirts? Na, zum einen, weil ich die cool finde, deswegen habe ich mir die auch selber teilweise bestellt. Ja, also einige Designs von diesen T-Shirts. Und dann auch die Frage, warum machst du einen Amazon-Links rein? Naja, ich mache ja nicht irgendwelche blinden Amazon-Links rein, sondern wenn, dann passt es ja relativ häufig zu dem jeweiligen Thema, was ich hier in diesem Video jeweils bespreche, oder? Und wenn man dann darauf klickt, dann kriege ich dafür eine kleine Provision. Ja, weil es ist 1,32 € irgendwie sowas. Davon, A, lebe ich nicht, B, ist das nicht der Grund, warum ich hier diese Videos mache, aber, und das ist jetzt ein bewusstes Aber, wenn sich jemand über diesen Amazon-Link etwas bestellt, ja, dann bleibt für den alles beim Alten. Der zahlt nach wie vor den ganz normalen Preis, der kriegt es von Amazon genauso geliefert. Ich bekomme aber einfach diese kleine Provision. Und ganz im Ernst, übrigens, das haben auch schon 1, 2, 3 Leute in ihren E-Mails formuliert, dann sei es mir doch gegönnt. Also ich gönne es mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich damit im Monat meine 20, 30, 40 Euro mache, finde ich das sensationell cool. Und dann unter uns, sagt das bloß kein weiter, meine Freundin darf das ja gar nicht so richtig laut hören, ich möchte mir ja so eine Drohne kaufen. Ja? Aber wenn ich die so vom Haushaltsgeld abzwacke, dann kriege ich wieder geschimpft, berechtigterweise. Aber wenn ich hier so ein paar Euro mit so, ne, wenn ich hier so mit Amazon Links und so mit Provision, naja, dann davon darf ich sie mir dann bestimmt irgendwann mal kaufen. Und das wäre ja geil, weil dann könnte ich ja zum Beispiel so auf Campingplatz-Führungsvideos dann noch geilere Aufnahmen machen. So, weißt du, so von oben. Und dann wären die Videos auch noch viel cooler. Also, von daher, ich glaube, das ist auch für uns alle so eine Win-Win-Win-Situation. Jetzt muss ich mal kurz gucken, das Licht ist so hell. 7:47 €, oh ja, viel zu lang schon wieder fast. Ich freue mich auf Freitag, ja, wenn das nächste Video hochgeht. Ich freue mich total auf deine Kommentare bezüglich dieser kleinen Verlosung, nennen wir es einfach mal. Und dann freue ich mich total, wenn es dann bald schon wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin der Stefan und das bin ich auch jetzt. Und jetzt bin ich nicht nur das, sondern auch weg. Tschüss, bis bald, dein Stefan. Ciao.